In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Google Ads Shopping Kampagne erstellst. Ich werde dir zuerst zeigen, wie du ein neues Merchant Center Konto erstellst und einrichtest. Dann zeige ich dir, wie du in dem Merchant Center einen sogenannten Shopping Feed für deine Produkte anlegst. Und am Ende zeige ich dir auch noch, wie du direkt in Google Ads eine Shopping Kampagne erstellst. Das sind ganz schön viele Informationen auf einmal, deswegen findest du auch unten in der Beschreibung eine Übersicht von dem ganzen Inhalt. Und wenn du dich nur für eine bestimmte Stelle interessierst, dann kannst du einfach auf die Zeit klicken und das Video springt direkt an diese Stelle. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Ich befinde mich jetzt auf der Startseite von dem Merchant Center und über diesen Weg kannst du ein neues Merchant Center Konto erstellen und einrichten. Du brauchst dafür ein Google Konto. Wenn du noch kein Google Konto hast, dann kannst du natürlich kostenlos eins erstellen. Und wenn du schon eins hast, dann würde ich dir eventuell auch empfehlen, ein zweites noch zu erstellen, falls du das erste für die privaten Zwecke benutzt, damit du einfach deine Marketing-Sachen sauber von den ganzen privaten Sachen trennen kannst und da auch nichts durcheinander kommt. Und in dem Merchant Center hast du die Möglichkeit, einen sogenannten Shopping-Feed bzw. Produkt-Feed für deine Produkte zu erstellen. Und in dem Feed befinden sich dann die ganzen Informationen über deine Produkte, also zum Beispiel der Produktname, eine Produktbeschreibung, der Preis, die Versandkosten, Lieferzeiten und so weiter. Und Google gleicht dann diese Informationen mit den Informationen oder mit den Produkten ab, die sich auf deiner Webseite befinden. Und wenn es da keine Fehler gibt und die Informationen ähnlich sind oder gleich sind, dann werden deine Produkte in dem Merchant Center akzeptiert und du kannst für diese Produkte Shopping-Anzeigen schalten. Ich werde dich jetzt einmal durch diesen ganzen Prozess leiten, wie du ein Merchant Center Konto erstellst. Deswegen klicke ich auf Jetzt starten und dann findest du hier nochmal ein paar Informationen zu dem Ablauf. Wir müssen natürlich erstmal unser Merchant Center Konto erstellen. Dann können wir in dem Merchant Center die Artikel hochladen, also die Produktinformationen. Und als letztes, als dritten Schritt, können wir dann eine Shopping-Kampagne erstellen. Ich klicke auf Jetzt starten und dann wirst du durch den ganzen Prozess durchgeleitet. Der Unternehmensname, der wird auch in den Shopping-Anzeigen angezeigt, deswegen solltest du hier natürlich auch einen richtigen Unternehmensnamen angeben. Du kannst auch nochmal auf die Best Practice Beispiele oder Vorschläge von Google klicken. Da siehst du zum Beispiel, dass zusätzliche Informationen wie GmbH und sowas, das solltest du einfach weglassen. Also wirklich nur den Namen von deinem Unternehmen angeben, jetzt keine URL, keinen Domainnamen oder sowas. Und ich habe für dieses Tutorial einen Beispiel-Online-Shop erstellt. So sieht der aus. Ich habe ich kaufe immer irgendwelche Domains, weil ich immer irgendwelche Ideen habe. Und dann weiß ich immer nicht, was ich mit den ganzen Domainnamen machen soll. Ich habe jetzt für diese Domain mc-ppc einen Online-Shop erstellt, das ich jetzt für dieses Tutorial benutzen werde. Ich habe in dem Shop einfach nur ein Produkt angelegt. Das ist ein ergonomischer Bürostuhl. Und für dieses Produkt werde ich dann das werde ich dann gleich in dem Merchant Center auch anlegen, um dir einfach zu zeigen, wie dieser ganze Ablauf funktioniert und was du machen musst. Deswegen nenne ich dieses Unternehmen einfach MC-PPC. Dann musst du noch das Land auswählen, das ist in unserem Fall Deutschland. Die Zeitzone wird automatisch eingestellt, die kannst du natürlich auch nochmal überprüfen, ob die stimmt. Berlin, das passt soweit. Und dann kannst du als nächstes auch noch angeben, wie ein Kunde bezahlen soll. In den meisten Fällen, die meisten von euch, die wollen natürlich einen Online- oder die haben einen Online-Shop. Das heißt, der ganze Kaufprozess, der wird natürlich auch online abgewickelt. Deswegen kannst du hier die erste Option auswählen. Aber theoretisch hast du auch die Möglichkeit, die Bezahlung in einem lokalen Unternehmen anzunehmen. Dann kannst du die zweite Option auswählen. Die Anzeige, die sieht dann ein bisschen anders aus. Dann wird zum Beispiel die Adresse in der Shopping-Anzeige noch mit angezeigt, damit die Personen auch direkt wissen, wo sie hingehen müssen und wo sie bezahlen können. Diese Auswahl kannst du aber später dann nochmal anpassen und ändern. Dann hast du auch die Möglichkeit, Tools anzugeben, die du benutzt. Diese Information, ich glaube, das hilft Google einfach nur, oder Google möchte diese Information einfach nur haben, um die eigenen Dienste etwas besser optimieren zu können. Ich habe jetzt den Online-Shop mit WordPress erstellt und nicht mit Shopify. PayPal benutze ich auch nicht, deswegen setze ich jetzt hier nicht den Haken. Du kannst das natürlich setzen oder auch einfach überspringen und dann kannst du hier nochmal deine Benachrichtigung anpassen, ob du irgendwelche E-Mails von dem Merchant Center direkt bekommen möchtest, irgendwelche Best-Practice-Beispiele und so weiter.
Da setze ich den Haken auch erstmal nicht und dann müssen wir am Ende die Nutzungsbedingungen noch bestätigen und dann kannst du unten auf den Button Konto erstellen klicken und dann bist du damit auch schon fertig und hast dein Google Merchant Center Konto erstellt. Als nächstes wirst du durch den ganzen Prozess geleitet. Das werde ich dir auch noch mal ganz kurz zeigen. Du siehst hier schon ein bisschen, wie die Benutzeroberfläche aussieht. Du findest oben rechts in der Ecke wieder die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Du findest hier auch nochmal Informationen über dein Konto. Du hast hier wieder eine Konto-ID, deine E-Mail-Adresse siehst du und so weiter. Da schauen wir uns gleich nochmal an. Ich klicke jetzt erstmal auf Weiter und dann werden wir nochmal durch diesen ganzen Prozess geleitet. Wir finden hier schon direkt eine Einrichtungshilfe direkt von Google. Hier wird uns direkt gesagt, was wir überhaupt angeben müssen, welche Informationen wir unbedingt brauchen, damit wir überhaupt eine Shopping-Kampagne schalten können. Wir müssen ganz am Anfang die Steuern festlegen. Da kann ich dir aber auch gleich sagen, in Deutschland müssen wir das nicht machen. Das musst du nur machen, wenn du Produkte zum Beispiel in den USA verkaufen möchtest, weil es dort so viele verschiedene Staaten gibt und in jedem Staat gibt es unterschiedliche Steuersätze. Deswegen können wir diesen Schritt überspringen, wenn du in Deutschland deine Produkte verkaufen möchtest. Die Versandinformationen, die müssen wir gleich noch festlegen. Wir müssen unsere Webseite bestätigen. Und wir müssen natürlich auch die Produkte anlegen, damit wir die bewerben können. Und dann findest du hier unten nochmal ein paar Informationen über die Richtlinien, die wir hier bestätigen müssen. Und dann findest du auch nochmal, oder dann hast du hier noch die Möglichkeit, einen Link hinzuzufügen für die ganzen Versandinformationen. Wenn du zum Beispiel eine Unterseite auf deiner Webseite hast, wo dann die ganzen Versandpreise und so weiter aufgelistet sind, dann kannst du hier auch die URL angeben und das wird dann auch in der Anzeige, in der Shopping-Anzeige mit angezeigt. Und in dem Merchant Center hast du die Möglichkeit, verschiedene Programme auszuwählen. Wir befinden uns jetzt zum Beispiel in der Einrichtung für kostenlose Einträge. Du hast nämlich die Möglichkeit, oder Google hilft dir dabei, kostenlos deine Produkte über die Google-Plattformen zu bewerben. Ich kann dir, das klingt natürlich erstmal gut, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du kriegst darüber recht wenig Traffic. Trotzdem macht es natürlich Sinn, diese Sachen auch zu benutzen und das einfach alles einzurichten. Gerade wenn du Shopping-Anzeigen erstellen möchtest, ist der Ablauf eigentlich genau der gleiche. Deswegen kannst du das auf jeden Fall machen. Ich werde das erstmal ganz kurz abbrechen, weil ich dir vorher nochmal kurz die ganze Benutzeroberfläche in dem Merchant Center zeigen möchte. Wir finden hier auf der linken Seite wieder die ganz normale Navigation. Wir haben hier eine Übersicht. Hier finden wir noch direkt eine Fehlermeldung, weil wir natürlich unsere Webseite bestätigen müssen. Das zeige ich dir gleich, wie du so etwas machen kannst. Dann findest du darunter die Produkte. In diesem Bereich kannst du den Shopping-Feed erstellen oder du kannst auch einzelne Produkte anlegen. Das kannst du auch machen. Du findest hier die Leistung, hier findest du eine kurze Übersicht, wie deine Produkte überhaupt performen. Und unter Wachstum findest du dann auch nochmal eine Übersicht über die ganzen Programme, die wir benutzen könnt. Wir finden hier zum Beispiel die kostenlosen Produkteinträge, Shoppinganzeigen, dynamisches Remarketing, Kundenrezensionen, lokale Produkteinträge und ja, noch ein paar weitere Sachen. Und das sind alles Sachen, die du über das Merchant Center erstellen kannst. Und ich werde dir jetzt in diesem Tutorial zeigen, wie du das für die kostenlosen Produkteinträge machen kannst und für die Shoppinganzeigen. Das kannst du einfach machen, indem du auf Jetzt starten klickst und dann gelangst du wieder automatisch in die Hilfestellung von Google und findest dann hier die ganzen Informationen, die wir angeben müssen. Ich werde das oder wir werden das einmal ganz kurz durchlaufen. Das erste, was wir machen müssen, wir müssen natürlich unsere Webseite bestätigen und wenn du hier draufklickst, dann wirst du direkt weitergeleitet, wo du so etwas machen kannst. Du musst natürlich erstmal den Domainnamen von deiner Webseite angeben. Das kopiere ich mir kurz raus, kopiere das hier rein. Ganz wichtig, du musst auf jeden Fall das HTTPS davor setzen, dann klickst du auf Weiter. Und dann siehst du auch schon hier direkt den Haken, dass die Seite bestätigt ist und dann müssen wir die Seite auch noch beanspruchen. Es kann sein, dass du deine Seite noch manuell bestätigen musst. Da gibt es verschiedene Wege, über die du das machen kannst. Der einfachste Weg ist einfach einen Meta-Tag zu benutzen. Du kannst das auch über den Google Tag Manager oder über Google Analytics machen. Du findest da auch direkt eine Anleitung, wie du das genau machen musst. Und oftmals oder mit dem Meta-Tag musst du einfach nur in das Backend von deiner Webseite gehen. Ich kann dir das auch mal ganz kurz zeigen. Du findest in WordPress zum Beispiel den Theme Editor. Genau das gleiche findest du auch in Shopify. Das ist im Prinzip einfach nur der Quellcode von deiner Webseite. Und dann musst du kurz in die Header PHP-Datei reingehen und dann musst du den Code in die Head-Tags, den Meta-Tag, den du da angezeigt bekommst, den musst du hier einfach ganz kurz reinkopieren. Den kannst du dann hier unten vor den schließenden Head-Tag reinkopieren. Und dann kannst du über diesen Weg deine
Webseite bestätigen. Es kann auch sein, dass du das nicht machen musst, wie das jetzt bei mir zum Beispiel der Fall war. Das kann passieren, wenn du deine Seite vorher schon mal bestätigt hast über irgendein anderes Google-Produkt, zum Beispiel über die Google Search Console oder Google Analytics oder irgendetwas anderes, dann kannst du diesen Schritt auch überspringen. Und dann musst du deine Webseite noch beanspruchen. Das kannst du einfach hier unten machen, indem du draufklickst und dann bist du damit fertig. Du findest hier auch noch die Möglichkeit, ein erweitertes Konto zu erstellen. Das ist ähnlich wie ein Google Ads MCC-Konto, also ein Konto, aus dem du mehrere Konten betreuen kannst. Und das kannst du machen, wenn du zum Beispiel mehrere Online-Shops hast und für jeden Online-Shop ein eigenes Merchant Center erstellen möchtest, aber dich nicht immer in jedes Merchant Center einloggen möchtest, dann kannst du einfach ein erweitertes Konto erstellen und dann musst du dich nur einmal einloggen und dann findest du in dem Konto verschiedene Unterkonten und kannst die ganzen Sachen mit einem Login betreuen. Für Marketingagenturen oder Freelancer eignet sich das natürlich auch. Ich persönlich habe auch ein erweitertes Konto, das ich benutze, wenn ich zum Beispiel Shoppinganzeigen für verschiedene Kunden schalte, dann lohnt sich das natürlich auch, so ein Konto einzurichten. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Hilfestellung und dann siehst du auch, dass hier jetzt ein grüner Haken ist und das bedeutet einfach, dass wir das alles richtig gemacht haben, dass das alles funktioniert und jetzt können wir mit den nächsten Sachen weitermachen. Die Steuern, wie schon gesagt, das müssen wir nicht machen, das musst du wirklich nur machen, wenn du Produkte in den USA verkaufst. In Deutschland sind die Mehrwertsteuern schon in dem Preis vorhanden, deswegen können wir das überspringen. Ich möchte dir jetzt nochmal die Versandeinstellungen zeigen, wie du so etwas machen kannst. Du hast hier nämlich die Möglichkeit, über das Pluszeichen verschiedene Versandinformationen für deine Produkte anzugeben. Und du hast zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du kannst das entweder direkt in dem Merchant Center machen, so wie ich das jetzt auch machen werde, oder du kannst die Versandinformationen direkt in dem Shopping Feed für jedes Produkt angeben. Das ist natürlich die bequeme Sache, weil du das hier nur einmal machen musst. Das funktioniert natürlich nur, wenn du für deinen gesamten Online-Shop auch die gleichen Versandkosten hast. Wenn du zum Beispiel zwei Produkte hast, die den gleichen Preis haben, aber unterschiedliche Versandkosten, dann musst du das wahrscheinlich in dem Shopping-Feed machen. Aber ich werde dir einmal ganz kurz diesen Weg zeigen. Das kannst du einrichten, indem du einfach auf das Pluszeichen klickst. Du kannst diesen Schritt auch mehrmals wiederholen. Wenn du zum Beispiel Versandkosten für einen bestimmten Betrag hast, dann kannst du das hier anlegen und wenn die Kosten oder der Warenkorb etwas höher ist und sich dann die Versandkosten auch ändern, dann kannst du dafür einfach nochmal ein zweites Label oder eine zweite Einstellung anlegen und die dann auch für deine Produkte anwenden. Der Name, den kannst du frei wählen. Ich nenne das einfach mal kostenlose Lieferung und dann musst du das Einzugsgebiet auswählen. In diesem Fall ist das Deutschland. Dann klickst du auf Weiter und in diesem oder in dem nächsten Schritt können wir dann Informationen über die Lieferzeiten angeben. Wir können hier auswählen, bis zu welchem Zeitpunkt wir Lieferungen annehmen, zum Beispiel 12 Uhr. Und alle Lieferungen, die nach 12 Uhr dann eingehen, die werden erst an dem nächsten Tag bearbeitet. Die Zeitzone müssen wir hier noch festlegen. Ich gebe hier einfach mal Berlin ein. Und dann kannst du deine Bearbeitungszeit noch auswählen, wie lange das dauert. Hier gibst du einfach die Anzahl an Tagen an, zum Beispiel 1 bis 3 Tage. Und dann kannst du auch noch angeben, zwischen welchen Tagen, also Montag bis Freitag, Montag bis Samstag oder Montag bis Sonntag. Und dann kannst du genau das gleiche auch für die Lieferzeit machen, die du für deinen Online-Shop hast. Ich gebe hier einfach mal 3 bis 5 Tage ein, von Montag bis Freitag. Und dann hast du hier auch noch die Möglichkeit, verschiedene Labels hinzuzufügen, wenn du das ganz gerne machen möchtest und vielleicht auch für unterschiedliche Produkte unterschiedliche Lieferzeiten hast. Dann kannst du auf Weiter klicken und dann kannst du hier jetzt nochmal die Versandgebühr auswählen, die du hast. Ich hatte jetzt etwas für den kostenlosen Versand eingestellt, deswegen lasse ich das hier. Du kannst das hier natürlich auch noch ändern und dann kannst du über diesen Weg auch verschiedene Versandgebühren erstellen. Ich speichere das erstmal ab und dann findest du hier nochmal eine Übersicht. Das können wir bestätigen und dann sind wir damit auch schon durch. Dann kannst du wieder zurückgehen in die Hilfeeinstellung und dann siehst du, dass hier jetzt auch ein grüner Haken auftaucht. Das heißt, das hat auch alles funktioniert. Und das Letzte, was jetzt noch fehlt, das sind die Produkte. Und das können wir machen, indem wir hier draufklicken. Dann werden wir auch wieder direkt in die Produktübersicht weitergeleitet. Und hier hast du dann die Möglichkeit, ein einzelnes Produkt anzulegen oder mehrere Produkte hochzuladen über einen sogenannten Shopping Feed. Und wenn du einen kleinen Online-Shop hast und wirklich nur ein paar Produkte verkaufen möchtest oder einfach nur eine Webseite hast und über die Webseite vielleicht 2, 3 Produkte hast, dann kannst du die Produkte auch einzeln hinzufügen
Und wenn du einen größeren Online-Shop hast mit mehreren Produkten, dann würde ich dir empfehlen, das über einen Shopping-Feed zu machen. Wenn du mit dem Shopping-Feed irgendwelche Probleme hast und die Produkte vielleicht nicht angenommen werden, dann kannst du auch versuchen, die Produkte einzeln anzulegen, weil dort die Fehlerquote meistens immer etwas geringer ist, weil du da wirklich durch den ganzen Prozess geleitet wirst und da auch alle Informationen findest, die wichtig sind, die du auf jeden Fall brauchst, damit das Produkt angenommen wird. Ich werde dir in diesem Video einmal kurz beide Schritte zeigen, damit du weißt, wie das alles funktioniert und was du da überhaupt machen musst. Ich fange erstmal mit einem einzelnen Produkt an, weil, wie gesagt, in dem Online-Shop, den ich jetzt hier erstellt habe, habe ich natürlich auch nur ein Produkt. Deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn, dafür einen Shopping-Feed zu erstellen. Ich werde dir das trotzdem gleich kurz zeigen, wie du so etwas machen kannst. Und deswegen klicke ich jetzt erstmal auf Produkt hinzufügen. Und dann findest du hier auch wieder eine Hilfestellung von Google direkt mit ein paar Informationen, die du angeben musst. Zum Beispiel das Absatzland, Zielanwendung, Produktkennzeichnung, Produktdaten, Preis und Verfügbarkeit, Produktbeschreibung, Versandkosten und so weiter. Und da werde ich dich jetzt einmal ganz kurz durchleiten und dir ein paar Sachen dazu erklären. Das Absatzland, ich denke, das ist klar, das ist natürlich Deutschland, Sprache Deutsch. Zielanwendung, hier kannst du auch nochmal den Haken setzen, beziehungsweise der ist automatisch gesetzt, wenn du auch möchtest, dass dieses Produkt in den kostenlosen Listings, also dass das kostenlos auch über die Google-Suche beworben wird. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ich würde hier einfach den Haken lassen. Und dann machen wir mit der Produktkennzeichnung weiter. Am Anfang können wir direkt angeben, ob unser Produkt überhaupt eine Kennzeichnung hat, ob die existiert oder nicht. Und das ist oftmals direkt die erste Hürde, die viele Leute haben, weil sie einfach nicht wissen, welche Informationen sie hier angeben sollen. Und wenn dein Produkt viel produziert wird und es ein kommerzielles Produkt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch eine Produkt- oder dass es eine Produktkennzeichnung für dieses Produkt gibt. Wenn du das Produkt selber hergestellt hast oder wenn es ein Unikat ist und es wirklich nur wenige Produkte davon gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es keine Kennzeichnung dafür gibt und dann kannst du hier auch den Haken setzen und kannst den Rest überspringen. Wenn du ein kommerzielles Produkt verkaufst, dann brauchst du in der Regel eine sogenannte GTIN-Nummer. Und wenn dein Produkt keine GTIN-Nummer hat, dann kannst du die erweiterten Einstellungen dir anzeigen lassen und dann hast du hier auch noch die Möglichkeit, eine sogenannte MPN-Nummer anzugeben. Die GTIN-Nummer, das steht für Global Trade Item Number, wenn ich mich richtig erinnere, und die MPN-Nummer, das ist eine Teilnummer, die du von dem Hersteller von diesem Produkt bekommst. Das heißt, wenn du dir unsicher bist und diese Information nicht hast, dann kannst du natürlich den Hersteller kontaktieren. Und der Hersteller, der kann dir dann diese Information zu dem Produkt geben. Und diese Nummer, die ist wichtig, weil Google damit erkennt, um was für ein Produkt es sich eigentlich handelt. Und dann kann Google auch deine Anzeigen optimieren und sorgt dafür, dass deine Anzeigen für die richtigen Suchbegriffe auch ausgespielt wird. Und deswegen kannst du dir auch nicht einfach eine Nummer ausdenken. Es muss wirklich eine echte Nummer sein, die zu dem Produkt gehört. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass dein Produkt abgelehnt wird und du auch keine Shopping-Anzeigen für dieses Produkt schalten kannst. Als nächstes findest du noch Informationen zu dem Produkt, also die Produktdaten, die müssen wir hier angeben. Wir müssen ganz am Anfang eine ID bzw. eine Artikelnummer für das Produkt angeben. Wenn du die hast, dann kannst du die natürlich angeben. Ich habe hier eine Artikelnummer, die ich mir kurz rauskopieren kann. Die kann ich dann hier einfügen. Wenn du die nicht hast, dann kannst du die auch leer lassen. Dann wird die automatisch über das Merchant Center erstellt. Aber die ID-Nummer, die brauchst du auf jeden Fall, weil die dann auch später in dem Google Ads-Konto in der Shopping-Kampagne angezeigt wird. Und über die ID-Nummer kannst du dann auch erkennen, welches Produkt sich dahinter versteckt und wie die Performance für dieses Produkt in der Google Ads-Kampagne überhaupt ist. Dann müssen wir als nächstes noch den Titel festlegen. Wir können hier eine Marke angeben, das ist optional, das müssen wir nicht machen. Die Textzeile, das ist die Beschreibung. Und der Titel und die Textzeile, das ist wirklich der wichtigste Bereich für eine Shopping-Kampagne, weil die Anzeigen in der Google-Suche ausgespielt werden, aber wir können in der Shopping-Kampagne keine Keywords angeben. Das heißt, die Shopping-Kampagnen oder die Shopping-Ads, die werden wirklich durch Keywords getriggert, aber wir können keine Keywords angeben und das passiert, die Anzeigen, die werden getriggert durch den Titel und durch die Beschreibung für das Produkt. Das heißt, Google guckt wirklich, welche Keywords befinden sich eigentlich in dem Titel und welche Keywords befinden sich in der Beschreibung und abhängig davon wird dann deine Anzeige ausgespielt. Also wenn zum Beispiel eine Person ein Keyword eingibt, das auch in deiner Beschreibung und in dem Titel vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Shopping-Anzeige ausgespielt wird.
Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du präzise arbeitest, dass du relevante Informationen und eine relevante Beschreibung in dem Titel und in der Beschreibung verwendest. Und das versuchst auch ein bisschen breiter zu machen, aber auch nicht zu breit, weil dann kann es passieren, dass deine Anzeige ausgespielt wird für irgendwelche Produkte, die eigentlich gar nichts mit deinem Produkt zu tun haben. Und dann kann es sein, dass viele Leute auf deine Anzeige klicken. Du hast hohe Kosten, aber letztendlich konvertieren die Leute nicht, weil sie eigentlich nach einem ganz anderen Produkt suchen. Und wenn du das auf deiner Webseite schon ganz gut beschrieben hast, dann kannst du einfach den Titel kopieren und hier einfügen. Und genau das Gleiche kannst du auch für die Beschreibung machen. Die kannst du dir hier einfach rauskopieren und dann hier einfügen. Du kannst für die Beschreibung bis zu 5000 Zeichen benutzen. Also das ist wirklich eine Menge. Ich habe jetzt hier 2124 Zeichen, was auch schon wirklich lang ist. Und dann wird halt über, oder dann werden über diese Keywords, über diese Texte, werden dann auch deine Anzeigen getriggert. Den Titel, den kann man natürlich noch verbessern. Ich habe jetzt hier nur 23 Zeichen. Ich kann insgesamt 150 Zeichen verwenden. Ich kann noch mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwelche interessanten Keywords noch finde, die ich noch hinzufügen kann. Zum Beispiel Lendenwirbelstütze. Das kann auch ein interessantes Keyword sein, nach dem auch Leute suchen. Das kann ich hier dann einfach einfügen. Und dann kann ich nochmal weiterschauen, ob ich hier noch irgendetwas finde. Zum Beispiel sowas hier mit dem Netzbezug, gepolstert, tiefenverstellbar. Das könnten auch alles Keywords sein, nach denen Leute suchen. Deswegen kopiere ich mir das auch nochmal raus und füge das hier ein. Und dann muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob das auch alles Sinn ergibt, ob man das auch alles ganz gut lesen kann. Und das passt auch alles soweit. Dann kannst du noch die Marke angeben von deinem Online-Shop. Ich gebe hier einfach wieder den Namen an von der Webseite. Und dann müssen wir auch noch die Landingpage angeben, also die Seite, auf die eine Person weitergeleitet wird, nachdem sie auf die Anzeige klickt. Und das sollte im Idealfall eine Seite für das Produkt sein. Und auf dieser Seite sollte im Idealfall auch wirklich nur ein Produkt angezeigt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es wirklich sein, dass du Probleme mit dem Produkt hast und dass das Produkt nicht angenommen wird. Und das hängt damit zusammen, dass Google den Quellcode sich anschaut. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du mit der rechten Maustaste auf auf die Page Source klickst. Dann wird das angezeigt. Und wenn du mehrere Produkte auf dieser Webseite hast, dann findet Google mehrere Preise für ein Produkt und kann nicht wirklich zuordnen, um welches Produkt es sich eigentlich handelt. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass du für jedes Produkt so eine einzelne Unterseite hast, damit du damit einfach die Fehlerquote verringerst und damit deine Produkte auch alle angenommen werden in dem Merchant Center. Und oftmals gibt es Produkte, wenn als Landingpage eine Übersichtsseite mit mehreren Produkten ausgewählt wird. Ich habe jetzt hier natürlich nur ein einziges Produkt auf dieser Übersichtsseite, aber wenn sich hier jetzt noch 10 andere Produkte befinden würden und man über diese Seite nur das Produkt kaufen kann, dann kann ich dir sagen, dass es da auf jeden Fall Probleme geben würde. Deswegen geh da einfach auf Nummer sicher, dass du wirklich für jedes Produkt eine einzelne Seite eingerichtet hast, damit du da einfach die Fehlerquote ein bisschen verringerst. So, und dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Wir müssen auch noch einen Bildlink angeben von dem Produkt. Also von diesem Produkt müssen wir den Link angeben. Da gibt es mehrere Wege, wie du so etwas finden kannst. Der einfachste Weg ist, wenn du einfach in deinem Backend guckst. Ich bin jetzt hier noch in dem Editor. Ich kann aber auch einfach auf die Medienübersicht gehen und dann finde ich hier auch das Produktbild. Das ist das hier auf der linken Seite und dann finde ich hier eine Datei-URL und das ist quasi die Bild-URL von diesem Produkt und die kann ich dann hier einfach reinkopieren und dieses Bild wird dann auch für deine Shopping-Anzeige verwendet. Du kannst dir den Bildlink auch direkt aus dem Quellcode von der Webseite ziehen. Ich habe das hier natürlich schon offen. Und dann klickst du einfach auf Steuerung F und dann kannst du hier zum Beispiel JPEG eingeben, wenn du JPEG-Bilder benutzt oder PNG, was ich jetzt in diesem Fall habe. Und dann kannst du hier einfach ein bisschen durchscrollen, bis du den richtigen Bildlink auch findest. Das hier ist jetzt zum Beispiel der Bildlink für das Logo, deswegen weiß ich, dass der auf jeden Fall nicht richtig ist. Und das hier sieht schon ein bisschen besser aus, das ist aber auch noch nicht der richtige und das hier ist jetzt der richtige, das erkenne ich an dem Tag. An dem Tag Ahrefs erkenne ich immer, dass es sich um einen Bildlink handelt und dann kannst du dir theoretisch auch diesen Link rauskopieren und hier einfügen. Ich finde aber, der Weg über WordPress das direkt zu machen, also über das Backend, ist auf jeden Fall ein bisschen bequemer. Das einfach nur mal als Hintergrundinformation, falls du da irgendwelche Probleme hast. Dann müssen wir als nächstes auch noch den Preis und die Verfügbarkeit angeben. Dieser Stuhl, der kostet
500 Euro. Das trägst du hier dann einfach ein. Dann kannst du die Verfügbarkeit noch angeben, auf Lager, begrenzt verfügbar und so weiter. Es gibt hier auch noch erweiterte Einstellungen, wenn du zum Beispiel ein Sonderangebot hast. Das habe ich in diesem Fall tatsächlich. Deswegen kann ich den Preis auch auf 600 ändern und dann hier als Sonderangebotspreis 500 Euro angeben. Du kannst dir einen Zeitraum auswählen. Also du kannst hier wirklich sehr präzise arbeiten. Es gibt hier auch die Möglichkeit, einen Mengenrabatt anzubieten. Das kannst du dir einfach mal anschauen, wenn das für dich relevant ist. Und dann gibt es hier noch eine detaillierte Produktbeschreibung. Hier kannst du den Zustand von dem Produkt angeben, also ob es sich um ein neues Produkt handelt oder ein gebrauchtes Produkt. Und wenn du über die Shopping-Anzeigen Klamotten verkaufen möchtest, dann kannst du dir hier auch die erweiterten Einstellungen nochmal anzeigen. Und dann kannst du hier ganz viele verschiedene Sachen auch noch auswählen. Also zum Beispiel die Größen, die kannst du hier auswählen, Größensystem und so weiter. Also ganz viele verschiedene Sachen, da kannst du dich natürlich einfach mal durchklicken und schauen, ob das für dich relevant ist. Je mehr Informationen, desto besser ist das auch, weil desto besser kann Google auch dafür sorgen, dass deine Anzeigen an die richtigen Leute auch ausgespielt wird. Und das sind tatsächlich schon alle Sachen. Hier unten sind wieder die Versandinformationen, das hatten wir vorhin schon ausgefüllt. Deswegen können wir das jetzt überspringen und dann können wir das speichern und haben dann auch direkt das erste Produkt in dem Merchant Center angelegt. Hier findest du dann nochmal eine Zusammenfassung von dem Produkt. Du kannst wieder zurückgehen in die Übersicht, du kannst ein neues Produkt direkt hinzufügen oder auch dieses Produkt kopieren, wenn du zum Beispiel mehrere Produkte hast, die wirklich ähnlich sind und du einfach nur das Bild austauschen musst oder den Preis anpassen musst und so weiter, dann kannst du das natürlich auch sehr schnell über diesen Weg machen. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Übersicht und jetzt hat sich hier schon einiges geändert. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel unter den Produkten auch das Produkt, das wird jetzt hier aufgelistet, was wir gerade erstellt haben. Es gibt hier auch ein Diagnosetool, hier kannst du immer auf einen Blick sehen, wie viele von deinen Produkten, die du hochgeladen hast, auch aktiv sind und wie viele abgelehnt wurden. Und wenn die abgelehnt wurden, dann findest du hier auch ein paar Hintergrundinformationen, wo genau der Fehler lag und dann kannst du anhand von diesen Informationen das auch versuchen zu verbessern, damit das Produkt auch angenommen wird. Du findest hier dann auch Feed-Probleme, wenn du einen Shopping-Feed benutzt. Kontoprobleme findest du hier auch. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Wir müssen natürlich auch noch unser Google Ads-Konto mit dem Shopping-Konto verknüpfen. Das kommt gleich noch. Wir haben jetzt wirklich erstmal nur ein erstes Produkt für die kostenlosen Einträge angelegt. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Übersicht klicken. Hier siehst du jetzt, hier hat sich auch wieder etwas getan, hier hat sich ein bisschen etwas verändert. Hier sind jetzt mehr Informationen vorhanden. Und hier siehst du auch nochmal den Status von der Einrichtung. Und wenn dir noch irgendwelche Informationen fehlen, dann kannst du einfach auf Weiter klicken und dann kommst du wieder in die Hilfestellung, in die Übersicht und dann siehst du auch, ob hier noch irgendwelche Informationen fehlen. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück und möchte dann auch nochmal das Programm für die Shopping-Anzeigen aktivieren, weil wir das natürlich auch machen. Aktuell ist wirklich nur das Programm für die kostenlosen Produkteinträge aktiv, beziehungsweise da haben wir den ganzen Prozess gestartet. Und wenn du die Shopping-Anzeigen erstellen möchtest, dann klickst du hier auf Jetzt starten und dann müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Wir finden hier jetzt wieder die Hilfeeinstellungen. Du siehst, dass hier die Versandkosten, die sind schon aktiv. Die Webseite haben wir schon vorhin verbunden, deswegen ist hier auch schon ein Haken. Wir müssen natürlich die Produkte anlegen, beziehungsweise wir haben natürlich schon ein Produkt erstellt. Das können wir natürlich auch für die bezahlten Shopping-Anzeigen benutzen. Aber ich möchte dir auch nochmal zeigen, wie du einen Shopping-Feed erstellst. Und ganz wichtig, wir müssen auch unser Google Ads-Konto mit dem Merchant Center verknüpfen, damit wir in dem Google Ads-Konto eine Shopping-Kampagne erstellen können. Und das werde ich dir jetzt als nächstes zeigen. Dafür klicke ich einfach auf Konto verknüpfen und dann findest du hier auch nochmal eine Übersicht, welche Konten du eigentlich mit dem Merchant Center verknüpfen kannst. Das meiste davon brauchst du wahrscheinlich nicht. Wenn du ein Google My Business Konto hast, dann hast du auch die Möglichkeit, das mit dem Merchant Center zu verknüpfen und dann kannst du über dein Google My Business Konto auch deine Produkte etwas besser präsentieren. Wir wollen jetzt aber erstmal ein Google Ads Konto mit dem Merchant Center verbinden. Und das Google Ads Konto und auch das Merchant Center, das ist immer an ein Google Konto und an eine Google E-Mail Adresse gekoppelt. Und deswegen findest du hier auch schon immer direkt eine Google Ads Kundennummer und das ist das Google Ads Konto, was auch über die gleiche E-Mail Adresse läuft. Wenn du weißt, dass diese Nummer auch dein Google Ads Konto ist, dann kannst du hier einfach auf Verknüpfen klicken. Wenn die Google Ads Kundennummer aus irgendwelchen Gründen nicht die Nummer ist von dem Konto, das du ganz gerne mit deinem Merchant Center Konto verknüpfen möchtest, dann kannst du auch hier unten einfach auf Konto verknüpfen klicken und hier die Google Ads Kundennummer angeben,
von dem Konto, das du gerne mit deinem Merchant Center Konto verknüpfen möchtest. Die Anfrage, die müssen wir direkt in Google Ads bestätigen. Deswegen müssen wir als nächstes das Google Ads Konto öffnen. Dafür müssen wir uns kurz einloggen und ich glaube tatsächlich, dass diese Kontonummer ein Verwaltungskonto ist, ein MCC-Konto, weil ich für diese E-Mail-Adresse ein MCC, ein Verwaltungskonto eingerichtet habe. Und du kannst ein Merchant Center-Konto eigentlich nicht mit einem Verwaltungskonto verknüpfen. Deswegen finde ich hier oben rechts wahrscheinlich keine Benachrichtigung. Also die Benachrichtigung für die Verknüpfung mit dem Merchant Center, die findest du oben rechts, indem du auf die Glocke klickst. Das ist natürlich ein Testkonto, deswegen gibt es hier auch viele Fehlermeldungen. Das kannst du auf jeden Fall ignorieren. Das ist erstmal nicht so wichtig. Aber hier ist nichts angekommen. Deswegen gehe ich kurz in das Google Ads Konto rein, das sich in dem Verwaltungskonto befindet. Und dann finde ich hier oben links die Kontonummer. Die kopiere ich mir kurz raus und gehe dann wieder zurück in das Merchant Center Konto. Gebe hier die Kontonummer an, klicke auf Verknüpfungsanfrage abschicken und dann gehe ich wieder zurück in das Google Ads Konto. Aktualisiere das kurz und dann müssten wir gleich über die Glocke oben rechts in der Ecke eine Benachrichtigung bekommen und über diese Benachrichtigung kannst du dann das Merchant Center oder die Anfrage bestätigen. Noch lädt das und ja, genau, jetzt sehe ich hier die Anfrage, da klickst du dann einfach auf Aufrufen und dann kannst du hier die Anfrage bestätigen. Hier siehst du auch nochmal die ID, das kannst du natürlich auch nochmal überprüfen, ob die Merchant Center ID, die endet hier auf 329, auch mit der Nummer übereinstimmt, 329, das ist die richtige Nummer. Dann klickst du einfach auf Details anzeigen und auf Approve und dann ist dein Google Ads Konto auch mit dem Merchant Center verknüpft. So, und dann kannst du das Merchant Center auch nochmal aktualisieren. Dann wird sich auch hier gleich der Status ändern. Der wird dann wahrscheinlich auch in grün angezeigt. Da wird dann wieder ein grüner Haken auftauchen. Das lädt jetzt nochmal kurz und dann schauen wir gleich mal, wie das aussieht. Genau, hier ist jetzt der Status auf aktiv. Das hat alles wunderbar geklappt. Deswegen können wir jetzt auch wieder zurück in die Hilfestellung gehen und müssen dann als letztes auch noch wieder die Produktdaten hinzufügen. Das kannst du machen, indem du hier draufklickst, dann wirst du auch wieder direkt in die Produktübersicht weitergeleitet und kannst dann hier wieder einzelne Produkte über das Pluszeichen erstellen oder du kannst auch einen Feed erstellen. Und das ist eine Sache, die ich dir jetzt nochmal zeigen möchte. Hier haben wir die Möglichkeit, einen sogenannten Hauptfeed zu erstellen. Das ist der Shopping-Feed, der die ganzen Produktinformationen beinhaltet. Und wir haben auch die Möglichkeit, einen sogenannten Sub-Feed zu erstellen. Und der Unterschied ist, dass der Hauptfeed wirklich die ganzen Produktinformationen beinhaltet. Und wenn wir irgendetwas ändern wollen in dem Hauptfeed, dann können wir das auch über einen sogenannten Sub-Feed steuern. Wenn du zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum eine Aktion hast und die Leute auf eine andere Landingpage schicken möchtest, weil du zum Beispiel auf der Landingpage irgendein Angebot hast, das du ganz gerne bewerben möchtest, dann kannst du einfach das Attribut für die Landingpage in einem Subfeed hochladen und in dem Subfeed die URL ändern und dann überschreibt der Subfeed das Attribut in dem Hauptfeed. Und das ist einfach eine Möglichkeit, um schnell irgendwelche Anpassungen in dem Feed vorzunehmen, ohne dass du deinen Hauptfeed ändern musst oder ohne dass du irgendwelche großen Änderungen in dem Hauptfeed vornehmen musst und einen neuen Feed hochladen musst. Du kannst das dann alles bequem in dem Subfeed machen. Und wenn die Aktion dann zum Beispiel endet, dann kannst du den Subfeed wieder deaktivieren und die ganzen vorherigen Informationen aus dem Hauptfeed laufen dann wieder ganz normal weiter. Das heißt, die Leute, die werden dann wieder auf die alte Landingpage weitergeschickt. Das einfach mal nur kurz zum Verständnis, damit du auch weißt, was überhaupt der Hauptfeed ist und der Unterschied zu einem Subfeed. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du einen Hauptfeed erstellen kannst. Da gibt es auch mehrere Wege, wie du so etwas machen kannst. Dafür klickst du einfach auf das Pluszeichen. Und dann musst du hier kurz das Absatzland angeben und auch die Sprache auswählen. Wenn du zum Beispiel einen oder deine Produkte in mehreren Ländern verkaufen möchtest, zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also in der ganzen Dachregion, dann musst du tatsächlich einen neuen Feed für jedes Land hochladen. Das hängt einfach damit zusammen, dass es für unterschiedliche Länder auch ein paar unterschiedliche Informationen gibt, die angegeben werden müssen. Deswegen kann man das nicht einheitlich machen und einen Feed erstellen für alle Länder. Deswegen musst du das halt wirklich immer für jedes Land einzeln machen. Dann müssen wir noch die Sprache auswählen. Das ist in diesem Fall Deutsch. Zielanwendung, Shoppinganzeigen, das passt soweit. Dann klickst du auf Weiter. Und hier können wir jetzt unseren Feed erstellen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du so etwas machen kannst. Ganz am Anfang müssen wir dem Feed erstmal einen Namen geben. Ich nenne das einfach mal Shopping Feed.
Und dann hast du die Möglichkeit, über verschiedene Wege diesen Shopping-Feed auch zu erstellen. Der einfachste Weg oder den Weg, den ich dir auch empfehlen würde, ist das über eine Google-Tabelle zu machen, also über Google Drive direkt. Es gibt auch die Möglichkeit, das über einen geplanten Abruf zu machen. Das läuft dann alles über die Webseite mit irgendwelchen Tools. Also es gibt wirklich viele Tools, die du für eine Shopping-Kampagne und für das Merchant Center benutzen kannst, um das alles etwas besser zu automatisieren. Da werde ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen, weil das wirklich eher für größere Online-Shops auch gedacht ist. Du hast auch die Möglichkeit, einen Shopping-Feed schon vorher zu erstellen und diese Datei einfach hochzuladen. Du kannst das auch alles über FTP und sowas automatisieren, was auch ein bisschen komplizierter ist. Und du hast auch die Möglichkeit, das über eine Content-API zu machen. Das ist auch wirklich eine fortgeschrittene Sache, die eigentlich eher für größere Unternehmen gedacht ist, die wirklich einen riesengroßen Online-Shop hat und mehrere tausend Produkte über diesen Online-Shop auch verkaufen. Für kleine und mittelgroße Online-Shops ist es wirklich am einfachsten, das einfach über die Google-Tabellen bzw. über Google Sheets zu machen. Deswegen klicke ich jetzt kurz auf Weiter und dann müssen wir noch kurz bestätigen, dass das Merchant Center auch auf Google Drive zugreifen darf. Dann hast du die Möglichkeit, eine Vorlage zu erstellen oder du kannst auch eine vorhandene Tabelle benutzen, falls du so etwas schon vorbereitet hast. Ganz wichtig ist auch die Upload-Zeit. Du musst deinen Shopping-Feed nämlich regelmäßig updaten. Du musst ihn immer wieder erneuern in dem Google Merchant Center, damit Google einfach weiß, dass die Produkte, die sich in dem Shopping-Feed befinden, auch noch aktuell sind, dass es die wirklich noch zu kaufen gibt. Und wenn du das nicht machst, dann werden deine Produkte automatisch abgelehnt und deine Shopping-Anzeigen, die laufen nicht mehr. Das kannst du aber auch alles automatisieren. Das kannst du hier alles einstellen, dass zum Beispiel der Shopping-Feed täglich um Mitternacht abgerufen werden soll. Und dann kannst du damit auch verhindern, dass deine Produkte abgelehnt werden, beziehungsweise dass die abgelehnt werden, weil sie einfach nicht erneuert werden. Ich klicke jetzt erstmal auf Feed erstellen und dann müssen wir hier nochmal die Verbindung zulassen. Und dann hast du auch schon deinen Shopping-Feed erstellt. Also so schnell geht das wirklich. In dem Shopping-Feed befinden sich natürlich aktuell noch keine Produkte. Das siehst du auch hier auf der rechten Seite. Das hier ist jetzt der Shopping-Feed-Name, den ich vorhin eingestellt habe. Ich habe das einfach Shopping-Feed genannt. Deswegen taucht das auch hier vorne auf. Und Produkte ist noch null. Die müssen wir jetzt natürlich noch anlegen. Und das kannst du machen, indem du auf Google-Tabellen aufrufen klickst. Und dann öffnet sich in einem neuen Fenster die Tabelle für den Shopping-Feed. Hier findest du genau die gleichen Informationen, die wir auch vorhin schon angegeben haben, als wir das einzelne Produkt direkt in dem Merchant Center angelegt haben. Wir haben hier wieder die ID, den Titel, Beschreibung, Produkt-URL, Zustand, Preis, Verfügbarkeit und so weiter. Und hier musst du einfach genau die gleichen Informationen angeben und kannst das für mehrere Produkte auf einmal machen. Und über diesen Weg kannst du dann wirklich mehrere Produkte in deinem Merchant Center auch hinzufügen. Hier sind normalerweise immer Links, die werden hier normalerweise immer angezeigt, hier gibt es eine Fehlermeldung, was komisch ist, weil das sind auch tatsächlich wichtige Links, das werde ich dir gleich nochmal zeigen. Ich werde das hier erstmal ein bisschen weiter nach unten schieben, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben und dann kannst du in jeder Spalte die ganzen Informationen für ein Produkt angeben. Und wenn du dich jetzt fragst, was du hier genau für Informationen angeben musst, die müssen natürlich auch von der Formatierung passen, weil wenn die Formatierung nicht stimmt, dann kann es auch sein, dass das Produkt abgelehnt wird und dann kannst du keine Shopping-Anzeigen für dieses Produkt erstellen. Und diese Informationen, die findest du eigentlich in dem Link, der hier angezeigt wird. Das ist normalerweise ein Hyperlink, den du dann direkt öffnen kannst. Das wird jetzt hier nicht angezeigt, deswegen rufe ich das hier einmal ganz kurz auf. So, und dieser Link, das ist wirklich einer der wichtigsten Links, den du dir auf jeden Fall abspeichern solltest, wenn du Shopping-Anzeigen schalten möchtest. Ich ziehe den mal kurz hier rüber und was du in diesem Link findest, das sind die ganzen Informationen, die ganzen Attribute, die es für eine Shopping-Anzeige überhaupt gibt. Und dann siehst du hier auch direkt, wie das Format für die einzelnen Attribute aussieht und ob dieses Attribut erforderlich ist oder nicht. Und wenn zum Beispiel ein Attribut fehlt, das erforderlich ist, dann kann es sein, dass deine Anzeige deswegen abgelehnt wird. Die meisten Attribute, die hier automatisch schon aufgelistet sind, das sind eigentlich alle, die du auf jeden Fall brauchst, damit deine Shopping-Anzeige auch angenommen wird. Und die kannst du dann einfach einzeln durchgehen und die ganzen Informationen ausfüllen. Du siehst hier auch eine Syntax, also wie viele Zeichen du benutzen kannst und so weiter. Du findest hier ein paar Informationen darüber, was das genau ist. Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall oder würde ich dir empfehlen, diesen Link abzuspeichern
und den dann auch wirklich zu benutzen, wenn du diese ganzen Informationen ausfüllst. Fangen wir einfach mal an mit der Produkt-ID. Dafür gehe ich wieder zurück auf das Produkt, was wir hier haben. Die Produkt-ID kopiere ich mir hier wieder raus, kopiere die dann hier rein. Genau das gleiche mache ich für den Titel. Also das ist im Prinzip wieder genau das gleiche Spiel, was wir eben gerade auch schon hatten. Den kopiere ich hier rein. Das gleiche mache ich für die Beschreibung. Ich nehme hier jetzt einfach mal kurz die kurze Beschreibung und nicht die lange Beschreibung von hier unten. Ich denke, das ist auch klar. Ich denke, du kriegst das inzwischen auch hin. Die Produkt-URL, das ist wieder die Landingpage, wo der Benutzer hingeschickt wird, nachdem er auf die Anzeige klickt. Zustand ist neu. Preis sind 500 Euro. Da solltest du natürlich auch nochmal gucken, dass das Format auch stimmt für den Preis. Da kannst du auch einfach mit Steuerung F arbeiten und dann Preis angeben und dann wirst du direkt weitergeleitet zu dem richtigen Attribut. Hier ist zum Beispiel der Preis und dann siehst du hier, wie das, siehst du hier ein Beispiel, wie das Format aussehen muss, damit das auch angenommen wird. Das kann ich nochmal kurz überprüfen. Das passt soweit. Die Verfügbarkeit, das muss ich hier auch nochmal suchen, damit ich weiß, wie das Format aussieht. Da können wir einfach auf Lager schreiben mit so einem Underscore, mit so einem Unterstrich. Dann der Bildlink. Das ist wieder der Link, den wir aus dem Backend bekommen. Den fügst du dann hier ein. Die GTIN-Nummer und die MPN-Nummer, das ist wieder abhängig davon, was du für ein Produkt hast. Manche Produkte brauchen das, andere Produkte brauchen das nicht. Ich werde das hier erstmal rauslöschen, weil ich das nicht brauche. Bei der Marke kannst du einfach den Namen von deinem Online-Shop einfügen und dann gibt es hier noch am Ende die Google-Produktkategorien. Dafür gibt es auch eine Seite, die du dir auf jeden Fall speichern solltest. Ich habe die hier schon aufgemacht. Hier findest du unter Format eine Excel-Tabelle bzw. eine Textdatei, die du als Vorlage benutzen kannst. Die Excel-Datei oder die Excel-Tabelle, die scheint aktuell nicht zu funktionieren. Wenn ich da draufklicke, passiert nichts. Dann schaue ich mal, ja, die Textdatei, die funktioniert. Und hier findest du die ganzen Informationen, die du angeben musst. Und was du hier auch machen kannst, du kannst mit Steuerung F die Suchfunktion benutzen und dann gibst du hier einfach ein Wort ein, was dein Produkt beschreibt oder einfach den Namen von deinem Produkt. Ich habe hier zum Beispiel einen Bürostuhl, das gebe ich einfach mal ein, jetzt finde ich hier nichts. Dann gebe ich einfach mal Stuhl ein, da finde ich schon ein paar weitere Informationen, die ich benutzen kann. Und dann kannst du dich hier einfach mal, durchklicken und schauen, ob irgendetwas dabei ist, was dein Produkt auch beschreibt. Und anhand von dieser Produktkategorie entscheidet auch Google, wann dein Produkt ausgespielt wird oder für welche Suchanfragen dein Produkt ausgespielt wird. Deswegen solltest du hier natürlich auch möglichst genau arbeiten und immer die richtige Produktkategorie auswählen. Ich komme der ganzen Sache hier jetzt auch schon ein bisschen näher, aber einen Bürostuhl finde ich hier auch noch nicht. Hier gibt es auch einen komischen Formatierungsfehler, was natürlich nicht ganz so gut ist. Das muss ich gleich nochmal dann ausbessern. Und jetzt sehe ich hier schon etwas, was ganz gut passt. Das ist natürlich jetzt alles sehr komisch geschrieben. Die ganzen Umlaute, die werden nicht übernommen, aber das kann ich hier einfach mal einfügen und dann passe ich das ganz kurz an. So sollte es natürlich nicht sein. In der Excel-Datei sieht das auf jeden Fall besser aus, aber die konnte ich jetzt nicht öffnen aus irgendwelchen Gründen. Das kann natürlich auch mal passieren, dass es da irgendwelche Probleme gibt, aber dann kann man das über diesen Weg auch einfach ganz kurz anpassen. Bürostuhl, Zubehör und so, jetzt müsste das Zubehör, so, jetzt passt das alles. Genau, und jetzt habe ich hier meine Produktkategorien. Das kann ich nochmal kurz vergrößern, damit man das etwas besser lesen kann. Und wie gesagt, über diese Produktkategorien kannst du dann auch dafür sorgen, dass deine Anzeige für relevante Suchanfragen, für relevante Keywords ausgespielt wird. Deswegen sollte die Produktkategorie natürlich auch immer stimmen. Und die Informationen, die findest du dann über diesen Weg. Das sind halt auch Sachen, die du dir nicht ausdenken kannst. Da musst du immer die Vorlagen von Google benutzen. Und diese zwei Links, das sind wirklich Sachen, die du dir unbedingt abspeichern solltest. Also einmal die ganzen Produktspezifikationen und auch die ganzen Kategorien für die Produkte. Den Link dazu oder die beiden Links, die findest du dann auch nochmal unten in der Beschreibung von diesem Video.
Und dann finden wir ganz am Ende noch die Versandinformationen in dem Shopping-Feed. Wie gesagt, die Versandinformationen, die kannst du in dem Shopping-Feed angeben, wenn die für ein Produkt oder wenn du für ein Produkt spezifische Versandkosten hast. Ich habe das jetzt schon in dem Merchant Center angegeben, deswegen kann ich diese Spalte auch löschen. Das brauche ich nicht. Dann ist das auch schon alles gespeichert. Über Google Drive oder in den Google Tabellen wird das alles automatisch gespeichert. Du musst hier jetzt nicht irgendwie noch auf Speichern klicken. Das passiert alles automatisch. Und dann kannst du zurück in das Merchant Center gehen. Du kannst das auch nochmal aktualisieren, damit du die neuesten Daten auch angezeigt bekommst. Bei mir ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, deswegen ist der Shopping Feed auch schon aktiv. Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann kannst du einfach auf den Shopping Feed klicken und dann findest du hier in der Übersicht Bearbeitung, da kannst du oben rechts einfach auf Jetzt abrufen klicken und dann wird der Shopping Feed in dem Merchant Center überprüft und die Produkte werden das dauert immer ein paar Minuten, die werden dann entweder angenommen oder die werden abgelehnt. Und wenn sie abgelehnt werden, dann findest du auch hier direkt eine Fehlermeldung, woran das genau liegen kann. Ich habe den Feed jetzt nochmal neu eingereicht, deswegen findet jetzt auch gerade der Upload statt und deswegen werden mir hier keine Informationen angezeigt. Ansonsten findest du rechts daneben auch nochmal die Einstellungen. Hier kannst du einen Abrufzeitplan aktivieren, indem du einfach auf Speichern klickst. Dann kannst du auch noch die Währung festlegen. Hier kann ich den Euro einstellen, das Ganze noch abspeichern. Das sind einfach so ein paar kleine Einstellungen, die du noch vornehmen kannst. Dann gehen wir nochmal auf die Bearbeitung und jetzt sehe ich auch, dass der Feed-Upload abgeschlossen wurde. Hier werden jetzt tatsächlich 6 Produkte insgesamt gezählt, 5 davon mit Problemen. Ich habe auch eigentlich nur einen Artikel hochgeladen, vermutlich weil ich hier ein paar leere Spalten einfach habe. Da wurde wahrscheinlich dann einfach ein Produkt identifiziert, was natürlich keine Informationen beinhaltet. Deswegen gibt es hier auch die Fehlermeldung. Und dann kann ich nochmal auf alle Produkte gehen. Dann sehe ich jetzt hier auch nochmal eine Übersicht von den gesamten Produkten, die ich jetzt hier in dem Merchant Center habe. Hier kannst du dann auch schon direkt erkennen, ob es irgendwelche bestimmten Fehler gibt, warum die Produkte abgelehnt worden sind. Hier fehlt natürlich überall der Titel und auch eine Beschreibung ist nicht vorhanden. Die Artikel-ID fehlt, also eigentlich fehlt hier natürlich alles. Es kann aber auch immer bis zu 30 Minuten dauern, bis das alles aktualisiert wird. Deswegen musst du dich da einfach ein bisschen gedulden und manchmal kommt auch oder dauert es einfach ein bisschen, bis die vollständigen Informationen angezeigt werden. Und wenn du das gemacht hast und deine ganzen Produkte auch angenommen wurden und aktiv sind, dann hast du die Möglichkeit, in dem Google Ads-Konto eine Shopping-Kampagne anzulegen. Das will ich dir auch gleich zeigen. Vorher möchte ich dir noch mal kurz ein paar Einstellungsmöglichkeiten in dem Merchant Center zeigen. Dafür gehe ich kurz auf Tools und Einstellungen und über diesen Weg unter Tools hast du dann auch nochmal die Möglichkeit, die ganzen Versandinformationen anzupassen. Du findest hier auch wieder die Steuerinformationen. Das müssen wir in Deutschland natürlich nicht machen. Die Steuerinformationen, die sind alle im Preis vorhanden. Wir können hier auch nochmal die Informationen über unser oder über das Unternehmen aktualisieren. Hier sollst du natürlich eine Geschäftsadresse angeben, wenn du so etwas hast. Du kannst die Telefonnummer angeben. Du kannst dir auch ein paar Informationen über einen Kundensupport angeben, wenn du so etwas hast. Und dann hast du hier auch wieder die Möglichkeit, die Webseite nochmal zu bestätigen. Das hatten wir vorhin auch schon gemacht. Und über diesen Weg kannst du auch nochmal ein erweitertes Konto erstellen, wenn du das noch nachträglich machen möchtest. Dann findest du hier auch noch ein paar Informationen über Preisvergleichsportale. Hier kannst du einfach einsehen, ob deine Produkte, die sich in deinem Merchant Center Konto befinden, auf irgendwelchen Preisvergleichsseiten ausgespielt werden. Und dann kannst du hier so ein bisschen steuern, ob deine Produkte auch angezeigt werden oder nicht. Auf der rechten Seite findest du unter den Einstellungen nochmal die Content API. Das ist wirklich fortgeschritten für große Online-Shops, die wirklich mehrere tausend Produkte in dem Online-Shop anbieten. Das ist für die normalen Verbraucher oder für Leute, die wirklich einen kleinen Online-Shop haben, erstmal noch nicht relevant. Über diesen Weg kannst du einfach den ganzen Shopping-Feed ein bisschen besser automatisieren. Dann gibt es hier auch noch die Kontoeinstellungen. Du kannst hier einen Produktschutz festlegen. Das hilft dir einfach dabei, dass du verhinderst, dass deine Produkte abgelehnt werden. Du kannst das aktivieren und dann bekommst du von Google automatisch eine E-Mail zugeschickt, wenn zum Beispiel irgendwelche Produkte aus deinem Shopping-Feed abgelehnt wurden, damit du einfach schnell reagieren kannst und auch dafür sorgen kannst, dass deine Produkte weiterhin aktiv sind. Das kannst du auf jeden Fall speichern, das schadet auf jeden Fall nicht. Hier findest du dann auch nochmal wieder die Möglichkeit, ein erweitertes Konto zu erstellen. Hier kannst du eine Umwandlung beantragen und dann kannst du auch ganz unten dein Konto auflösen, wenn du das gerne machen möchtest. Den Kontozugriff kannst du auch unter den Einstellungen verwalten. Du kannst hier über das Pluszeichen
andere Personen zu deinem Merchant Center einladen. Wenn du mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitest, dann kannst du einfach die E-Mail-Adresse von dieser Person hier angeben und dann hat diese Person auch ganz normal Zugriff auf das Merchant Center. Unter den Einstellungen kannst du deine Benachrichtigung nochmal anpassen, wenn du irgendwelche E-Mails von Google auch bekommen möchtest. Das kannst du unter diesem Bereich alles machen. Und dann gibt es hier auch noch die Möglichkeit, das Merchant Center mit anderen Konten verknüpfen. Wir haben hier zum Beispiel vorhin schon das Google Ads Konto verknüpft. Es gibt auch andere Konten, die du verknüpfen kannst. Wie gesagt, das Google My Business Konto, das kannst du natürlich auch noch verknüpfen, wenn du so etwas hast. Und die ganzen anderen Konten, die brauchst du vermutlich erstmal noch nicht. Dann gibt es hier auch noch automatische Verbesserung. Das kannst du auch aktivieren. Wenn es zum Beispiel irgendwelche Preisänderungen auf deiner Seite gibt und der Preis nicht mehr mit den Informationen übereinstimmt, die in deinem Shopping-Feed angegeben werden, dann wird dieser Preis automatisch angepasst. Genau das Gleiche passiert auch für die Verfügbarkeit und darüber kannst du einfach verhindern, dass deine Produkte schneller abgelehnt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass du deinen Shopping-Feed nicht regelmäßig aktualisieren musst. Das musst du trotzdem machen. Das hilft dir einfach nur dabei, die Fehlerquote ein bisschen zu verringern. Deswegen schadet es auch nicht, das zu aktivieren und abzuspeichern. Und genau das Gleiche kannst du auch für die Bilder machen, für deine Produkte. Hier kannst du zum Beispiel eine automatische Bildverbesserung aktivieren, weil es auch ein Grund sein kann, dass deine Anzeigen abgelehnt werden, weil das Produktbild nicht den Richtlinien von Google entspricht. Das können manchmal wirklich Kleinigkeiten sein. Deswegen würde ich das auch einfach aktivieren, damit du da auch irgendwelche Fehlerquellen noch verringern kannst. Dann findest du hier unten nochmal ein paar Informationen über FTP und SFTP-Einstellungen. Das ist auch ein bisschen fortgeschrittener. Über diesen Weg hast du auch die Möglichkeit, deinen Shopping-Feed zu automatisieren. Wenn du wirklich viele Produkte hast, dann würde ich dir empfehlen, dir das mal ein bisschen besser anzuschauen. Wenn du nicht mit Google-Tabellen arbeiten möchtest, dann ist das einfach eine Alternative, um das alles ein bisschen besser zu automatisieren. Aber für kleinere Online-Shops oder für Personen, die wirklich nur ein paar Produkte über eine Shopping-Anzeige bewerben wollen, die brauchen das dann auf jeden Fall nicht. Ansonsten findest du hier oben rechts in der Ecke Benachrichtigung, eine Hilfestellung und so weiter. Und das ist tatsächlich auch alles, was du hier in dem Shopping, in dem Merchant Center Konto machen kannst. Wir gehen jetzt als nächstes in das Google Ads Konto und dann zeige ich dir auch nochmal, wie du eine Shopping-Kampagne in dem Google Ads Konto erstellen kannst. Dafür gehe ich jetzt direkt in das Google Ads Konto, was wir auch vorhin mit dem Merchant Center Konto verbunden haben. Ich habe das hier schon auf, hier gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Ich überprüfe jetzt nochmal, dass ich auch in dem Konto drin bin und nicht in dem Verwaltungskonto. Ja, das passt alles. Und dann kannst du eine neue Kampagne erstellen, indem du auf der rechten Seite bzw. auf der linken Seite, aber auf der rechten Seite von den Einstellungen auf Kampagnen klickst und dann kannst du hier auf das Pluszeichen klicken und eine neue Kampagne anlegen. Am Anfang kannst du ein Zielvorhaben für deine Kampagne auswählen. Das hilft dir einfach nur dabei, die richtigen Einstellungsmöglichkeiten für deine Kampagne zu treffen. Wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, dann kannst du das auch ohne Zielvorhaben machen. Dann hast du wirklich die Möglichkeit, alle Einstellungen eigenständig zu treffen. Und für die Shopping-Kampagne gibt es zwei verschiedene Kampagnentypen, die wir auswählen können. Wir können natürlich den Shopping-Kampagnentyp auswählen. Und dann siehst du, dass hier unten auch direkt das Merchant Center-Konto angezeigt wird, das wir gerade erstellt haben. Und das sollte bei dir auch sein. Wenn das hier nicht auftaucht, dann hast du wahrscheinlich die Konten nicht richtig miteinander verknüpft. Und über diesen Weg, über diese Verknüpfung, werden dann auch die ganzen Produktinformationen zu Google Ads übertragen und du kannst für diese Produkte eine Shopping-Kampagne erstellen. Du kannst pro Shopping-Kampagne auch nur ein Land auswählen. Wenn du zum Beispiel deine Produkte in dem ganzen Dachbereich verkaufen möchtest und anbieten möchtest, dann musst du für jedes Land eine neue Kampagne auswählen. Deswegen müssen wir hier ganz kurz Deutschland angeben oder das Land, was du ganz gerne benutzen möchtest. Und dann hast du die Möglichkeit, einen Kampagnenuntertypen auszuwählen. Wir können hier zwischen einer smarten Shopping-Kampagne auswählen oder wir können eine Standard-Shopping-Kampagne erstellen. Die smarte Shopping-Kampagne, die läuft komplett automatisiert. Ich habe dazu auch schon ein Video aufgenommen, das kannst du dir natürlich gerne anschauen. In der smarten Shopping-Kampagne kannst du wirklich sehr wenige Einstellungen vornehmen. Google hilft dir dabei, mit diesem Kampagnentyp wirklich für einen höheren Umsatz die Kampagne zu optimieren. Und das Ganze funktioniert auch nur, wenn du das Conversion-Tracking richtig aufgesetzt hast. Ansonsten würde ich dir auch erstmal empfehlen, mit einer Standard-Shopping-Kampagne anzufangen. Da hast du einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Du kannst das alles etwas besser kennenlernen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du in den Shopping-Kampagnen auch die Keywords ein bisschen besser beeinflussen kannst. Du kannst zum Beispiel sehen, über welche Keywords deine Anzeigen getriggert werden und dann kannst du ein Keyword, das vielleicht nicht mit deinem Produkt zusammenhängt, auch als negatives Keyword in der Kampagne hinzufügen
und dann wird deine Kampagne für dieses Keyword nicht mehr ausgespielt. Du hast auch die Möglichkeit, eine Videokampagne zu erstellen. Hier gibt es einen Kampagnenuntertyp für Shopping. Dann musst du auch dein Merchant Center wieder auswählen und dann können oder dann werden über diesen Weg deine Produkte auch auf YouTube zum Beispiel angezeigt. Das ist auch ein interessanter Weg, der ist noch relativ neu, das kannst du natürlich gerne mal testen. Und es kommt auch wirklich immer so ein bisschen auf die Produkte an und auf deine Zielgruppe, ob dieser Kampagnentyp für dich funktioniert oder nicht. Ich gehe wieder zurück auf die Shopping-Kampagne und wähle einfach mal eine Standard-Shopping-Kampagne aus, weil das wahrscheinlich auch der Kampagnentyp ist, mit dem die meisten erstmal anfangen wollen. Dann klicke ich auf Weiter und dann werden wir als nächstes durch die ganzen Kampagneneinstellungen geleitet und müssen hier noch ein paar Informationen angeben. Ganz am Anfang müssen wir einen Kampagnennamen festlegen, den kannst du frei wählen. Ich würde dir empfehlen, am Anfang immer den Kampagnentyp auszuwählen, zum Beispiel Shopping. Du solltest versuchen, einen Kampagnennamen zu wählen, wo du direkt weißt, welche Produkte sich in dieser Kampagne befinden und was überhaupt das Ziel von dieser Kampagne ist. Deswegen schreibe ich einfach mal Testprodukt dahinter, weil es sich natürlich erstmal nur um eine Testkampagne handelt. Und dann hast du die Möglichkeit, über bestimmte Filter auch nur bestimmte Produkte auszuwählen. Es gibt hier verschiedene Kategorien, die du wählen kannst. Das sind dann die Produktkategorien, die wir auch in dem Shopping-Feed festgelegt haben, zum Beispiel solche Produkte. Oder das sind diese Produktkategorien, die du, nach denen du das dann filtern kannst. Du kannst das auch für unterschiedliche Sachen machen. Es gibt auch ein benutzerdefiniertes Label. Und das würde ich dir empfehlen anzuwenden, wenn du wirklich viele Produkte hast und du eigentlich nur für bestimmte Produkte eine Shopping-Anzeige schalten möchtest. Dann kannst du das über solche benutzerdefinierten Labels machen, indem du einfach das benutzerdefinierte Label hinter dem Shopping-Feed hinzufügst. Dann schreibst du hier einfach benutzerdefiniertes Label hin und dann kannst du dem Label oder diesem Attribut irgendeinen Wert geben. Du kannst das zum Beispiel, Produkt 1 oder sowas nennen. Wenn du wirklich viele Produkte hast und die Produkte so ein bisschen kategorisieren möchtest, dann kannst du das auch über diesen Weg machen, indem du mit Labels arbeitest und dann kannst du in der Google Ads Kampagne auch festlegen, dass deine Produkte oder dass du nur bestimmte Produkte schalten möchtest, die ein bestimmtes Label haben. Das kannst du zum Beispiel auch für deine Bestseller-Produkte machen, dass du den Produkten, die sich wirklich schnell und einfach verkaufen lassen, dass du diesen Produkten ein Label gibst und dann kannst du erstmal in Google Ads damit anfangen, dass du auch wirklich nur für diese Produkte eine Shopping-Anzeige schaltest. Das kannst du dann alles über die benutzerdefinierten Labels steuern, deswegen schau dir das auf jeden Fall an, wenn das für dich interessant ist. Ich werde hier erstmal keinen Filter auswählen und dann gibt es hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten für lokale Artikel. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, eine Tracking-Vorlage zu benutzen. Wenn du mit Google Analytics arbeitest und Auto-Tagging aktiviert hast, dann brauchst du das auf jeden Fall nicht. Wenn du irgendeine andere Tracking-Plattform wie zum Beispiel Adobe Analytics benutzt, was die meisten wahrscheinlich nicht machen, dann kannst du hier natürlich auch noch eine Tracking-Vorlage hinzufügen. Aber ansonsten kannst du das auch erstmal überspringen. Und dann kommen wir zu dem interessanten Teil, nämlich die Gebote und das Budget. Und ich würde dir empfehlen, immer am Anfang mit einem manuellen CPC für eine Shopping-Kampagne anzufangen. Und das Gebot, das kannst du dann für jedes Produkt einzeln auswählen. Und ich würde da auch erstmal mit einem niedrigen Gebot anfangen, zum Beispiel 10 oder 20 Cent. Und dann wartest du ein paar Tage und schaust, ob das Produkt auch wirklich Traffic bekommt. Und wenn das kein Traffic bekommt, dann kannst du deine Gebote erhöhen. Und dann kannst du das immer so nach und nach erhöhen, bis das Produkt wirklich ganz gut angelaufen ist und du auch regelmäßig Traffic bekommst und vielleicht auch schon deine ersten Produktverkäufe hast. Wenn du das automatisierst, wenn du zum Beispiel einen maximalen oder Klicks maximieren auswählst oder ein Ziel ROAS, dann kann es sein, dass deine Klicks wirklich sehr teuer sind. Und manchmal kann es wirklich passieren, dass man Klickpreise hat, die im dreistelligen Bereich liegen. Das habe ich tatsächlich schon für Shopping-Kampagnen gesehen. Deswegen würde ich dir empfehlen, gerade wenn du das erste Mal eine Shopping-Kampagne schaltest, fang mit einem manuellen CPC an und setz das Gebot am Anfang erstmal auf 10 oder 20 Cent und dann gehst du nach und nach schrittweise nach oben. Das Budget, das ist immer pro Tag. Hier kannst du natürlich auch ausrechnen, wie viel du ungefähr pro Monat ausgeben möchtest und dann teilst du diesen Betrag einfach durch 30 und dann weißt du auch, welches Tagesbudget du hier benutzen sollst. Ich würde mindestens mit 5 oder 10 Euro pro Tag anfangen. Ich stelle hier einfach mal 10 Euro an. Das ist wirklich so das Mindeste am Tagesbudget, was du benutzen sollst. Und damit du auch schneller Daten sammelst, die du für eine Kampagnenoptimierung benutzen kannst. Dann findest du hier auch noch die Priorität der Kampagne. Wenn du nur eine Shopping-Kampagne
schaltest und am Laufen hast, dann kannst du das erstmal überspringen. Diese Priorität, die bezieht sich wirklich nur auf die Shopping-Kampagnen. Wenn du zum Beispiel zwei Shopping-Kampagnen hast und eine Shopping-Kampagne hat eine niedrige Priorität und die andere eine mittlere Priorität, dann werden die Produkte aus der Kampagne mit der mittleren Priorität bevorzugt und Google versucht, die erst auszuspielen. Deswegen ist das erstmal nicht so wichtig. Das brauchst du wirklich nur, wenn du mehrere Kampagnen oder mehrere Shopping-Kampagnen in deinem Google Ads-Konto hast. Dann kannst du das Werbenetzwerk noch einstellen. Du kannst hier festlegen, wo deine Shopping-Ads ausgespielt werden soll. Ich würde dir empfehlen, am Anfang erstmal nur das Suchnetzwerk auszuwählen. Du hast auch die Möglichkeit, das über YouTube, Gmail oder Discovery zu machen. Aber die meisten Leute, die wirklich Produkte über Google kaufen, die machen das über die Shopping-Funktion in dem Suchnetzwerk. Deswegen lass hier einfach den Haken und hier unten bei YouTube, Gmail und Discover kannst du den Haken erstmal wegnehmen. Die Geräte kannst du leider nicht beeinflussen. Hier können wir nicht einstellen, wo unsere Werbung ausgespielt werden soll. Generell werden die Shopping-Anzeigen häufiger auf dem Smartphone ausgespielt, aber man findet die auch auf dem Desktop. Du kannst dir nachträglich natürlich auch die Performance anschauen und dann auch sehen, wie die einzelne Performance auf unterschiedlichen Geräten war. Die Standorteinstellungen, die können wir erstmal auf Deutschland machen. Du kannst das natürlich auch noch weiter segmentieren, dass du zum Beispiel deine Anzeigen nur in einer bestimmten Stadt oder in einem bestimmten Umkreis ausspielst. Was ich dir empfehlen würde, ist auch nochmal die Standortoptionen anzuschauen und bei dem Ziel auszuwählen, dass du wirklich nur Personen erreichen möchtest, die sich regelmäßig in deiner Zielregion befinden. Mit der ersten Möglichkeit, da ist einfach der Streuverlust ein bisschen höher, weil du auch Leute in deiner Zielgruppe mit aufnimmst, die sich für deine Zielregion interessieren und sich nicht unbedingt in der Zielregion befinden müssen. Dann hast du auch die Möglichkeit, am Ende noch ein Start- und Enddatum auszuwählen. Das kannst du auch alles manuell einstellen für die Kampagne. Deswegen kannst du das auch überspringen und dann klickst du einfach auf Speichern und dann können wir als nächstes die Anzeigengruppen einrichten. Und hier gibt es zwei verschiedene Anzeigengruppentypen. Einmal die ganz normalen Shopping-Anzeigen für ein Produkt mit einem Bild und dann gibt es auch noch sogenannte Showcase-Shopping-Anzeigen. Die sind noch relativ neu. Die eignen sich tatsächlich ganz gut, wenn du irgendwelche Klamotten ganz gerne verkaufen möchtest. Ansonsten würde ich einfach immer die ganz normalen Shopping-Anzeigen benutzen. Aber das ist auch eine Sache, die ist wirklich abhängig davon, was du überhaupt für ein Produkt hast, was du genau anbietest. Und im Zweifelsfall kannst du das natürlich auch einfach testen, um herauszufinden, was besser funktioniert. Dann müssen wir der Anzeigengruppe auch noch einen Namen geben. Ich nenne das einfach mal Ad Group 1. Und am Ende können wir dann auch noch die Gebote festlegen. So, jetzt ist das auch richtig geschrieben. Die Gebote für die ganzen Produkte, also wie viel wir bereit sind für einen Klick auf unser Produkt zu bezahlen. Wenn du eine automatische Gebotsstrategie auswählst, dann versucht Google natürlich erstmal herauszufinden, wie teuer ein Klick ungefähr ist. Und Google ist das natürlich egal, ob ein Klick 100 Euro kostet oder 10 Cent kostet. Die werden deine Anzeigen einfach ausspielen. Deswegen fang am Anfang wirklich erstmal mit einem manuellen CPC an, setz das auf 10 Cent und dann steigere dich da langsam nach oben. Wenn du das gemacht hast, kannst du auf Speichern klicken und dann bist du damit auch schon fertig. Deine Shopping-Kampagne, die wurde jetzt erstellt. Du findest das auf der linken Seite. Ich habe jetzt hier einen Dezimalfehler drin gehabt. Deswegen ist der manuelle CPC jetzt auch auf 10 Euro eingestellt. Das solltest du natürlich auch versuchen zu vermeiden, weil dadurch kann es auch oftmals zu Fehlern kommen. Und dann sind deine Klickpreise natürlich auch deutlich höher, als du eigentlich geplant hast. Und dann ist dein Budget sehr schnell aufgebraucht. Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. So, und wenn du deine Kampagne erstellt hast, dann kannst du dich rechts daneben so ein bisschen navigieren. Dann findest du hier ein paar verschiedene Sachen, die du dir anschauen kannst. Du kannst dir hier die Performance anschauen. Du kannst hier zum Beispiel unter den Keywords, das ist wirklich ein wichtiger Bereich, da kannst du unter den Bereich Suchbegriffe dir anschauen, über welche Keywords deine Anzeige überhaupt ausgespielt wurde und welche Suchbegriffe deine Anzeige getriggert haben. Und wenn da zum Beispiel Keywords dabei sind, dann kannst du die auswählen und kannst die dann auf eine negative Liste setzen. Die findest du dann hier unter den auszuschließenden Keywords. Und dann kannst du über diesen Weg steuern, dass deine Anzeigen auch wirklich nur für die Keywords ausgespielt werden, die für dich wichtig sind, die für dich auch relevant sind. Wenn du mehrere Produkte in deiner Shopping-Kampagne hast, dann kannst du natürlich auch die Gebote für die einzelnen Produkte anpassen. Das kannst du machen, indem du die Anzeigengruppe auswählst und dann findest du oben rechts die Produktgruppen und die Gebote, die musst du immer für die Produktgruppen festlegen. Du findest hier eine Übersicht für alle Produkte, das heißt aktuell ist wirklich ein CPC von 10 Cent für alle Produkte eingestellt.
Du kannst das Ganze natürlich auch noch ein bisschen aufsplitten, wenn du wirklich mehrere Produkte in deiner Shopping-Kampagne hast. Das kannst du machen über Untergruppen, indem du auf das Pluszeichen klickst und dann kannst du hier verschiedene Sachen festlegen, wie du deine ganzen Produkte eigentlich unterteilen möchtest. Also ob du das nach einer Kategorie machen möchtest, nach der Marke, Artikel-ID, Zustand, Produkttyp, Kanal und so weiter. Und ganz am Ende gibt es auch die benutzerdefinierten Labels. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du wirklich deine Produkte ein bisschen besser segmentieren möchtest, dass du das mit so einem benutzerdefinierten Label machst. Das gibst du dann einfach hier in dem Shopping-Feed an und dann wird das auch hier angezeigt und dann kannst du das einfach auswählen und dann kannst du für diese Produkte deine Gebote erhöhen oder du kannst auch Produkte komplett ausschalten, wenn du das gerne machen möchtest. Ich breche das jetzt erstmal wieder ab und das sind tatsächlich auch alle Sachen, die du in Google Ads direkt machen kannst. Ich möchte dir jetzt nochmal anhand von einer aktiven Shopping-Kampagne zeigen, wie das alles aussieht. Ich werde dir auch nochmal zeigen, wie das in dem Merchant Center aussieht, damit du das einfach ein bisschen besser verstehst und dann kann ich dir auch nochmal ein paar weitere Informationen zeigen, die wir bisher noch nicht sehen konnten. Zuerst möchte ich dir zeigen, wie das in einem aktiven Merchant Center Konto aussieht. Wir befinden uns jetzt hier in der Übersicht. Du findest hier ein paar Informationen, was eigentlich gerade in diesem Merchant Center passiert. Du findest hier zum Beispiel ein paar Informationen über den Feed. In diesem Konto machen wir das auch über Google Sheets, also über die Google Tabellen. Und dann siehst du auch, wann das letzte Mal aktualisiert wurde. Du findest hier eine Übersicht von den ganzen Produkten, wie viele Produkte gerade aktiv sind, wie viele abgelehnt wurden. Ich glaube, in diesem Konto sind das knapp 560 Produkte sind das ungefähr. Es gibt immer mal ein paar Produkte, die abgelehnt wurden, aber das ist auch nichts Dramatisches. Ich finde, man muss das Gesamtpaket so ein bisschen betrachten und 99% von den ganzen Produkten, die sind eigentlich immer aktiv. Dann findest du auch genau das Gleiche für die kostenlosen Einträge. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und dann findest du hier auch eine Übersicht von der Leistung für die bezahlten Anzeigen. Das heißt, die ganzen bezahlten Shopping-Kampagnen, die wir gerade schalten. Du siehst hier eine Übersicht von dem Traffic, wie viele Klicks wir ungefähr pro Tag bekommen. Das sind jetzt knapp 280 Klicks, die wir hier haben. 360 Klicks am 18. März, das ist bisher der Höchstwert, den wir erreicht haben. Und dann findest du auch weiter unten genau die gleiche Performance für die unbezahlten, also für die kostenlosen Shopping-Anzeigen. Und da sieht man einfach mal einen Vergleich, wie wenig Traffic du eigentlich für die unbezahlten Anzeigen bekommst. Wir hatten hier an dem 18. März 360 Klicks und für die kostenlosen Einträge, da haben wir 3 Klicks bekommen an dem 18. März. Und damit will ich dir einfach nur mal zeigen, wie so ungefähr der Vergleich ist zwischen den bezahlten Anzeigen und zwischen den kostenlosen Anzeigen, damit du dir einfach keine falschen Hoffnungen machst, dass du denkst, oh, ich kann Shopping-Anzeigen kostenlos schalten und dann ganz viele Produkte verkaufen. Du kriegst wirklich nur ganz wenig Traffic über die kostenlosen Anzeigen. Das kann natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig sein, was du genau für Produkte hast. Das hier sind jetzt viele Softwareprodukte, viele Hardwareprodukte, die sehr spezifisch sind. Deswegen kann es natürlich sein, dass für irgendwelche Konsumprodukte da der Traffic, den du über die unbezahlten Anzeigen bekommst, natürlich auch etwas höher ist. Und dann möchte ich dir nochmal ganz kurz das Google Ads Konto zeigen, wie das hier aussieht. Das ist einfach nochmal kurz die Performance auf den gesamten Zeitraum betrachtet. Ich muss hier natürlich ein paar Sachen verpixeln. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann findest du hier die Produktgruppen und wir haben die Produktgruppen für die Produkt-ID aufgesplittet, damit wir einfach sehen können, wie jedes einzelne Produkt performt. Genau die gleiche Ansicht findest du auch unter den Produkten. Hier wird dann auch nochmal kurz das Bild angezeigt. Du findest hier auch den Status. Wenn du auf Diagnostics klickst, dann siehst du auch nochmal eine Übersicht von der ganzen Kampagne, wie viele von diesen Produkten eigentlich gerade angenommen worden oder aktiv sind und wie viele davon vielleicht inaktiv sind und abgelehnt wurden. Und unter den Keywords findest du dann auch die negativen Keywords beziehungsweise unter den Suchbegriffen kannst du dir dann anschauen, welche Suchbegriffe oder welche Keywords deine Anzeigen eigentlich triggern. Und dann siehst du hier auch direkt die Performance. Und wenn du hier zum Beispiel irgendwelche Suchbegriffe findest, die sehr teuer sind, aber nicht wirklich konvertieren, dann kannst du diese Begriffe auf eine negative Liste setzen, indem du einfach den Haken vorne setzt und dann auf Add as Negative Keyword klickst, beziehungsweise im Deutschen ist es dann einfach ein negatives Keyword hinzufügen
und dann wird das hier hinzugefügt. Ja, und das sind tatsächlich erstmal alle Sachen, die ich dir zeigen wollte. Ich hoffe, es war auch mal interessant zu sehen, wie so etwas in einem aktiven Google Ads Konto aussieht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du konntest damit auch deine erste Google Shopping Kampagne erstellen. Und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video auch einen Daumen nach oben geben kannst. Abonniere gerne den Kanal, damit du in Zukunft keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg mit deinem Online-Shop und ich würde mich freuen, wenn du in dem nächsten Video auch wieder dabei bist.